Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Meeting mit Tobi, der Podcast von www.meetingpoint-brandenburg.de. In der heutigen Episode habe ich mich mit dem Sänger Ronny Walter getroffen. Viele von euch kennen Ronny sicherlich vom Karneval oder aus seiner Zeit bei der Band Six. Er erzählt mir, wie er zur Musik gekommen ist und welche Rolle der Beruf des Lokführers in seinem Leben spielt. Außerdem spielen wir mal wieder eine Runde Entweder-Oder. Ich begrüße dich ganz herzlich. Hallo, Ronny. Hallo, mein Name ist Ronny Walter. Ich bin 41 Jahre, Musiker, habe derzeit meinen Beruf zum Hobby gemacht, leidenschaftlicher Kaffeetrinker und ja, bin ich heute bei Tobi. Sehr cool, so ist noch niemand eingestiegen. Ja. Ich trinke einen Kaffee. Ja. Ronny, wir kennen uns schon eine Weile. Ich kenne dich vorrangig eigentlich vom Karneval, da kommen wir aber später zu. Da habe ich dich kennengelernt und auch vor allen Dingen schätzen gelernt und deine unfassbare Stimme. Und da gibt es eine richtig coole Geschichte zu, die erzählen wir jetzt hier. Und da gibt es wahrscheinlich auch noch eine richtig spannende Zukunft, trotz Corona. Dem gehen wir jetzt nach. Wir fangen mal an, wie üblich beim Meeting mit Tobi, beginnen wir eigentlich in der Schulzeit. Im Vorgespräch habe ich aber schon erfahren, dass du mit dem Singen schon früher angefangen hast. Das Ding nicht erst im Abi los oder in der Abschlussklasse, sondern eigentlich schon früher, oder? Genau, also Abi habe ich nicht, aber das ist egal. Okay, nein, es ging Tatsache bei mir in der Schule los, ungefähr 9., 10. Klasse, sollte für den Musikunterricht ein Projekt vorgestellt werden, sollte Live-Musik gespielt werden, wer kann singen, wer kann was spielen. Ja, ich konnte Keyboard, mein Kumpel konnte Gitarre spielen, dann hieß es irgendwie, macht mal ein Programm von 10 Minuten fertig. War ja nicht viel, aber so zwei, drei Songs. Bis jetzt klingt das exakt wie die Geschichte von Dirk Zellner. Okay, nee, weder verwandt noch verschwägert. Ich singe jetzt bei The Voice Kids. Nein, also, dann haben wir uns halt getroffen und haben zusammen geprobt. Ich bin dann immer zu ihm gefahren, aufs Nachbardorf und haben dann das Programm einstudiert für diesen Musikschulunterricht und war ganz nett. Und die Proben blieben nicht unentdeckt. Wir haben mit offenem Fenster geprobt und das haben die Leute, die im Dorf gewohnt haben von meinem Kumpel, die haben das quasi gehört und haben dann gesagt, Mensch, das klingt ja alles mal gar nicht mal so schlecht, ihr solltet sowas weitermachen und wir möchten euch vielleicht mal für ein Fußballfest, für ein Dorffest oder so engagieren und dass ihr da abendfüllend was macht. Naja, dann bin ich öfter zu ihm gefahren, Marian hieß er, oder heißt er immer noch. Und dann haben wir halt uns als Duo gegründet und haben dann wirklich alles gespielt, was nicht nied- und nagelfest ist. Von Wolfgang Petri bis, ja, weiß der Teufel, Smokey, was damals als so alles aktuell war, wozu man tanzen konnte, was Mainstream war. Und so haben wir halt, ja, Musik gemacht. Und zur selben Zeit habe ich meinen Förderer kennengelernt, Ralf Peter Petschke heißt er. Liebe Grüße an dieser Stelle. Liebe Grüße, genau, aus Lauchhammer, ist dort immer noch DJ, hat immer noch eine Veranstaltungsfirma. Und er hat mich damals auf dem Stadtfest in meiner Heimatstadt Karlau, ich bin ein echter Karlauer, übrigens kennengelernt. Und ja, ich durfte bei ihm mal an die Regler und ans Mikrofon und durfte da ein bisschen Musik machen. Und zwei Jahre später rief er mich an, ob ich noch Musik mache. Und ich sagte ja. Und seitdem bin ich ja jedes Wochenende unterwegs gewesen. Als DJ, Duo, Sänger. Solosänger. Genau. Und dann hast du ein bisschen Musiklehrer geworden oder hast du Gesang studiert oder ein Instrument oder was hast du gemacht? Nee, Tatsache nicht. Also jetzt kommt es nämlich, Leute. Jetzt geht's los, genau. Ich hatte ein Jahr Keyboard-Unterricht. Da hat man mir die ersten 5 Finger meiner Hand beigebracht. Mehr waren es nicht, aber nach einem Jahr war mir das ja letzten Endes zu wenig. Also habe ich mir den Rest auf diesem Tasteninstrument beigebracht, also selber beigebracht. Autodidakt also. Autodidakt, genau. Ja. Und ja, funktioniert mehr schlecht als recht. Jeder Klavierlehrer schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Aber ich kann relativ gut Töne produzieren und von der Warte her funktioniert das ganz gut. Und in meiner Jugendzeit war ich im Chor, Kinderchor und habe da schon mehrere Stimmen vor mich hingesummt. Ja. Und gebrummt auch? Und auch gebrummt, Tatsache. witzige Sache, ich habe kurz nach meinem Stimmbruch immer noch eine ziemlich gute Stimme gehabt und konnte sehr hoch singen, habe mich aber verstellt, ich habe alles eine Oktave tiefer gebrummt, damit ich bei den Jungs nicht so anecke, weil man sonst über mich gelästert hat, Tatsache. Wirklich, ja? Ja, ich hatte eine 4 in Musik, weil ich mit Absicht falsch gesungen habe. Guck an. Ja. Und jetzt bist du hauptberuflich Sänger. Dein Musiklehrer, hast du noch Kontakt? Oder? Nein, die sind leider verstorben. Die gibt es leider nicht mehr. Okay, schade. Ruht in Frieden. Ja. Aber du hast dann eine andere Ausbildung gemacht, nämlich welche?
Ja, ich habe einen typischen Musikerberuf erlernt eigentlich, ja. Ergriffen, doch ja, was eigentlich so typisch ist. Ich bin gelernter Lokführer, um genauer zu sein Eisenbahner im Betriebsdienst Fachrichtung Triebfahrzeugbediener. Und bei der Deutschen Bahn. Bei der Deutschen Bahn, Tatsache, nachdem sie ihr Logo geändert haben. ja, die Züge fuhren damals immer noch nicht pünktlich, jetzt auch noch nicht. Und, weil du nicht da bist. Ja, wahrscheinlich. Nein, ich durfte ja so richtig Zug noch nicht fahren, durfte man ja erst mit 21, aber die Ausbildung habe ich eigentlich nur für meine Eltern gemacht. Weil okay. Ich wollte schon immer Musik machen und... Wie lange ging die Ausbildung? 3,5 Jahre. Hast du 3,5 Jahre und dann hast du ja nicht gesungen in den 3,5 Jahren oder parallel? Auch immer parallel habe ich gesungen, natürlich, teilweise sogar so parallel, dass ich während meiner Dienstzeit gesungen habe. Und wir hatten ein wunderbares Frühwarnsystem. Immer wenn die Ausbilder zum Kontrollieren kamen, wurde ich immer 20 Minuten vorher gewarnt und konnte quasi von meinem Veranstaltungsort weg und mich an meinen Arbeitsort begeben. Hattest du dann so eine Karte? So, das ist der 20-Minuten-Radius auf der Karte und bis dahin, da können Veranstaltungen stattfinden mit mir. Genau, so ungefähr. Naja, und ich war ja noch nicht mobil. Mit 16 ging alles nur mit dem Fahrrad. Also das musste schon gut getimt sein. Ja, ich war aber damals genauso wenig sportlich wie jetzt. Wie ging es weiter? Dann hast du dich entschieden, nicht als Lokführer zu arbeiten. Genau. Deine Eltern haben aber gesagt, gut, der Junge hat bitte lernen, kommt mir sehr bekannt vor. Richtig, richtig. Ich habe gejobbt nebenher, ich war LKW-Fahrer, ich habe bei Hermes gearbeitet, habe irgendwelchen Leuten irgendwelche Kühlschränke in die Wohnungen gebracht und habe nebenher aber immer Musik gemacht. Also immer noch mit meinem Kumpel Marian, also als Duo, immer als DJ noch, manchmal auch als Alleinunterhalter. Und dann hat es auch nicht lange gedauert, dann klopfte bei mir doch tatsächlich die erste Band an. Aber Band auch nur, naja, ich sag mal in Anführungsstrichen, da war ich mehr Statist als Sänger oder Instrumentalist. Da stand ich hinter einem Keyboard und habe einfach nur eine Play-Taste gedrückt und habe halt ja, den Abend über mich ergehen lassen. Also das war ein sehr kurzes Kapitel, ein halbes Jahr ungefähr ging das. Und dann kam aber tatsächlich wirklich die erste Band, in die ich eingestiegen bin. Und das war damals die Band Target, so hieß die aus Cottbus, genau, war eine Rockband. Ja. Und da haben wir dann schon vor etwas größerem Publikum gespielt und damals aber immer noch im Schatten der Band Six, zu der kommen wir da wahrscheinlich auch gleich. Ja, ne? Da kommen wir auch hin. Weil das waren so die Vorreiter, die Platzhirsche, wenn man das so sagen darf. Und wir haben halt so ein ähnliches Programm gemacht. Lief ganz gut, Stadtfeste, Dorffeste. Und. Zwischendurch habe ich noch Aushilfe bei anderen Bands gemacht, wirklich alles gesungen, Rock, Schlager, Covermusik. Und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr auf Target und die Leute, die wir da kennengelernt haben, auch nicht. Und da haben wir dann doch Tatsache gesagt, wir gründen eine eigene Band. Wie hieß die? Die Band hieß Four Packs. Four Packs. Feuerzange auf Latein. Ah, okay. Ja, ist auch eine witzige Geschichte, wie wir darauf gekommen sind. Wir sind durch Potsdam gefahren. Die Freundin meines Kumpels Marian hatte ihr Wörterbuch auf den Knien und sie blätterte drin rum und ich sagte Stopp. Und sie hatte den Finger auf dem Namen Four Packs und so ist das entstanden. Feuerzange. Sah auch sehr, sehr gut aus, klang auch sehr gut. Und ja, damit haben wir 3 Jahre erfolgreich Musik gemacht mit den Jungs. Ja, Altersdurchschnitt 21 und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch eigene Mucke oder war das eine Covermucke? Nee, alles Covermucke. Ich bin seit jeher Dienstleister. Also Covermusiker. Da, ja, nur Covermusik. Alles nachgespielt. Hast du schon mal einen eigenen Song geschrieben? Nein. Ach, das ist ja auch interessant als Musiker. Der hat dir da nicht immer in den Fingern gejuckt oder saß du auch schon wirklich noch nie da und so, ach, so hängt das hier und dann die Worte so an der Reihe und dann in der Oktave vielleicht. Im stillen Kämmerlein tut man doch so einiges, aber ich sage mal so, ich möchte mein Geld verdienen mit der Musik und da ist das mit dem eigenen Musikmachen, da braucht man schon sehr, sehr viel Durchhaltevermögen. Okay. Wahrscheinlich noch mehr als jetzt gerade in der heutigen Zeit. Wir ordnen mal kurz zeitlich ein. Also mit 16 hast du diese Lokführerausbildung gemacht. Genau. 3,5 Jahre, dann warst du ungefähr 19, 20 in dem Dreh. Genau. Und dann ging es los mit Umhertingeln in den verschiedenen Bands. Target. Richtig. Und dann die Feuerzange auf Latein. Genau. Und dann sind wir noch 3 Jahre später. Dann sind wir jetzt so jetzt Mitte 20, Ende 20. Ja, genau. Wie war es da? Ja, dann, jetzt muss ich mal selber erstmal überlegen. Dann bin ich so zwischendurch immer hin und her gewechselt zwischen Bands als Aushilfe. Also das war jetzt nicht irgendwie was Festes oder so. Und 2007 war es dann, da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern, da hat mich der Tontechniker der Band Six, in deren Schatten wir mit meiner eigenen Band und auch mal mit der Band davor gespielt haben, doch tatsächlich gefragt, der Sänger hört auf, hast du Bock, das zu machen?
So, Six war natürlich eine Größe und der Sänger eigentlich auch. Also es waren sehr, sehr große Fußstapfen, in die ich da treten sollte. Hab dann letzten Endes aber doch Ja gesagt und habe es dann dort auch 3,5 Jahre ausgehalten. 3,5 Jahre mit ja. Six umhertourt durch ja. ganz Deutschland, glaube ich, so weiter, ne? Wir waren sogar in Österreich und Schweiz auch. Also das war ein bisschen größer. Ja, Six ist schon eine große Nummer. Ne? Ja, ja. Gibt es ja nun leider auch nicht mehr. Aber der Chef macht ja sein eigenes Material unter dem Namen Krähe. Ja. Also das läuft auch alles noch ganz gut. Hast du noch Kontakt auch? Ja, Tatsache ja. Genau. Na, mein Schlagzeuger spielt jetzt bei ihm. Ach, guck an. Genau. Und also so ein Six Revival, so sind ja viele Bands, die sich mal zerschlagen haben und wieder zusammengekommen sind. Ach, ich glaube nicht, dass das nochmal passieren wird, weil, also ich habe sowieso da nicht die Fäden in der Hand, was das angeht, aber so eine ähnliche Idee gab es ja auch mal mit meiner eigenen Band und so, aber das ist alles so weit auseinandergegangen und jeder macht so sein eigenes Ding, da Revivals zu machen. Und ich glaube, ich würde heutzutage auch keine Band mehr gründen. Ich würde eher lieber mich in ein gemachtes Nest setzen und sagen, Kumpel, führ du den Job und ich singe für dich. Und 41 meinst du, ja, genau. Möchtest du jetzt nur noch deine Stimme erklingen lassen? Ja, genau. Und das alleine und in Band völlig egal. Und ich habe ja eine Band derzeit, die heißt Empire, kommt aus Zerbst. Und ja, das ist auch derzeit die Haus- und Hofkapelle beim Karnevalsclub der Haveldamm. Ja. Und wir sitzen in den Startlöchern. Es gibt ein neues Programm. Wir warten darauf, dass es endlich wieder losgehen kann, dass wir wieder live durch die Gegend ziehen können. Und wir warten nur noch auf die Politik und auf die Medizin. Ich würde noch gerne nochmal, da kommen wir noch hin, da komm, ich ruder aber nochmal zurück. Wir waren mal 3,5 Jahre bei Six stehen geblieben. wieso 3,5 Jahre nur? Warum bist du denn ausgestiegen? Hatte sich die Band dann mal zwischendurch aufgelöst? War der Grund für diese, weil das war ja anscheinend eine ziemlich coole Sache und auch sehr erfolgreich, nicht anscheinend, das ist faktisch so. Ja. Das war definitiv so. Also die Band war erfolgreich, aber ich denke auch, dass der Erfolg eines einer jeden Band, eines jeden Musikers irgendwann mal zu Ende ist. Und das erkennt man natürlich auch an diversen Spuren, weniger Publikum und. Und da habe ich mir dann gesagt, naja, ich denke mal, es wird Zeit für diese Band, dass vielleicht ein Umbruch passiert oder so. Und habe die Band dann halt verlassen. Und im Nachhinein hat mir Stefan Krähe gesagt, das war das Beste, was ich machen konnte. Weil da musste er plötzlich als Einzelkämpfer auf der Bühne stehen. Und hat dann gemerkt, dass er das ganz gut kann und dass er auch genug Material in der Schublade hat, eigenes Material, um durch die Gegend zu fahren und hat für sich dann entschlossen, okay, jetzt ist Schluss mit Covern, jetzt mache ich mein eigenes Zeug und fahre so durch die Gegend. Ich weiß jetzt nicht, ob ich der Anstoß dafür war, aber zumindest war ich so ein kleines Rädchen in dem großen Berg. Ja, immerhin, ne? Ja. Dann sind wir jetzt so, welches Jahr sind wir, also bist jetzt Anfang 30? Genau, jetzt sind wir 2011. Genau, 2011 ist, Januar. Genau, dann haben wir noch 10 Jahre jetzt. Was, genau. Was ist passiert in diesen 10 Jahren? Ja, eigentlich nicht mehr viel. Da hat mich eigentlich nur noch ehemaliger Tontechniker angesprochen, auch wieder eine Tontechniker-Sache. Da ist eine Band aus Zerbst, die sucht einen Sänger und hätte Bock. Ne, ich war bandlos, also von der Warte habe ich gesagt, ja, ich gucke mir das an, ich fahre nach Zerbst, die können sich mich anhören, ich gucke mir die Jungs an, die Chemie hat gestimmt und ist alles ganz lustig und das funktioniert bis heute, Tatsache. So, dann kommen wir mal jetzt zu dem Punkt, wo ich auf dich aufmerksam geworden bin, ich bin zwar kein Tontechniker, aber ich war beim Karneval, beim KCH, wie bist du denn, KCH, ja genau, KCH Dicke da war. Genau, Brandenburg Hellau. Genau. Wie bist du denn dahin gekommen? Mit dem Bus. Nein. Zug. Genau. Nein. KCH eigentlich durch den Grund, warum ich überhaupt nach Brandenburg gekommen bin. Und zwar der Dekotyp. Der war mein damaliger Partner oder ist es dann geworden, 10 Jahre lang. Und also auch im privaten Leben. Und der ist ja schon im Karneval gewesen. Ja. Und der hat zu mir gesagt, mach mir doch mal meine Musik. Also ich habe auch ein Studio und da wollte er Musik geschnitten haben für seinen Auftritt beim Karneval. Und da habe ich seine Musik gemacht und dann hat er mich irgendwann mit zum Karneval geschliffen und dann bin ich da kleben geblieben und naja. Da muss ich aber gleich mal fragen, Karneval ist ja nun nicht jedermanns Sache. Also das ist tatsächlich, ich glaube, bei kaum einer anderen Sache in Deutschland so krass, dass die einen liebensfanatisch, die anderen lehnensfanatisch ab. Das ist wie mit Helge Schneider, genau. Was hat dich da so fasziniert oder fasziniert dich bis heute dran? Also ich bin, was das angeht, auch kein Kind von Traurigkeit. Also ich hatte früher schon Berührung mit Karneval. Ich war auch bei meiner Heimatstadt im Karnevalsverein
Und bin jetzt froh, natürlich in Brandenburg einen richtigen Verein kennengelernt zu haben. Das ist ja dann doch mal ein bisschen was anderes, ja, in so einer großen Stadt in so einen Verein einzutreten, als in so einer Kleinstadt. Das waren irgendwie 8000 Einwohner oder so. Da sieht der Karneval noch ein bisschen anders aus als hier. Und es macht einfach Spaß, weil man sieht, mit wie viel Energie und mit wie viel Herzblut dort für jedes Jahr, für ein paar Veranstaltungen, ein Programm aus dem Nichts gestampft wird. Und alles von, ich sag mal, Laien und Leuten, die eigentlich im normalen Leben ein anderes Leben haben als ein Leben auf einer Bühne. Und das hat mich schon immer fasziniert und da dachte ich mir, davon möchte ich Teil sein. Okay, dann kommen wir jetzt langsam im Hier und Jetzt an, im Jahr 2021. Ja. Wir befinden uns mitten in einer Pandemie. Du bist selbstständiger Musiker und Veranstalter und wie ist es? Ja, ich darf ja böse Worte hier nicht sagen. Es ist Es ist nicht schön, genau, wir piepen nicht. Es ist nicht schön. Also wir kämpfen natürlich seit über einem Jahr. Die letzte Veranstaltung, die wir hatten, war mit meiner Band am 9. März 2020, Frauentagsveranstaltung, und seitdem ist Ruhe. Wir hoffen, dass es irgendwann wieder losgeht. Wie gesagt, es wurde geprobt im Hintergrund. Wir haben ein neues Programm auf die Beine gestellt. Auf der anderen Seite bin ich dabei, gerade noch eine Firma aufzubauen, natürlich auch im selben Bereich, eine Veranstaltungsfirma, also für Technik und Ton, Licht, was man halt alles dafür braucht. Und ja, wir warten eigentlich nur noch, dass es wieder richtig losgeht und dass wir halt hier wieder ordentlich mitmischen können. Die Corona-Hilfen, da hatten wir damals die Lynn Thiemann zu Gast, die so ein bisschen aus dem ersten Lockdown, wo wir alle dachten, es bleibt vielleicht dabei, berichtet hat, wie das auch so abläuft. Wie kannst du da, also ich höre verschiedenste Dinge von Einzelhändlern, wir hatten die von Bellas Herzensache auch schon da, die sagt halt, die fällt durch jedes Raster, was die Hilfen angeht. Mhm. Wie geht's dir jetzt als Künstler und Veranstalter? Also grundsätzlich bin ich Kleinstunternehmer, also für mich würde da zwar eine Regelung gelten, ich habe die aber mit Absicht nicht in Anspruch genommen, weil ich einfach erstmal selber sehen wollte, wie ich selber mit der ganzen Situation klarkomme. Ich Gott sei Dank noch die Möglichkeit habe, durch meine Studioarbeit und durch diverse andere Sachen noch Geld zu verdienen und mich am Leben zu erhalten. Es ist nicht einfach, aber ich habe quasi auf die Corona-Hilfe verzichtet, okay, um quasi Bedürftigeren den Vorrang zu lassen. Das ist ja nobel. Ja. Was würdest du dir vielleicht, also ich möchte noch drei Sachen mit dir machen. Davon ist jetzt eine die Frage, was würdest du dir wünschen, vielleicht von Entscheidern, ich will jetzt nicht bewusst Politik nur sagen, aber von Entscheidern in der Pandemie, was vielleicht deiner Meinung nach besser gemacht werden könnte oder was zukünftig einfach schön wäre, wenn es passiert? Na, ich würde mir auf jeden Fall Gleichberechtigung wünschen. Also das, was zum Beispiel in einem Flugzeug möglich ist, sollte in einem Veranstaltungssaal vielleicht auch möglich sein, weil vom Raum her hat man... Aber Fliegen mit so einem Veranstaltungssaal ist echt schwer. Ja, ich glaube, wir sollten in Zukunft in Flugzeugen auftreten, weil da können die Leute zusammen sitzen, das funktioniert. Nein, es gibt genug Hygienekonzepte von Veranstaltern, von Veranstaltungsfirmen, von Eventleuten. Und ich bin der Meinung, es ist langsam aber sicher an der Zeit, dass den Leuten einfach irgendwie auch mal Gehör geschenkt wird. Und das passiert gerade nicht. Mhm. Und auf der anderen Seite gilt das auch für diverse Zuwendungen. Also klar, es ist für den Staat einfacher, eine große Firma wie TUI, VW etc. zu retten und mal einen großen Batzen Geld irgendwo rüberzuschieben, als mit ganz, ganz viel Bürokratie, ganz, ganz viel kleine Läden, Einzelhändler, Firmen irgendwie zu sichern und zu retten. Dennoch würde ich mir das aber wünschen, weil ich glaube, dass einige Leute leider zu spät aufwachen werden, wenn diese Pandemie vorbei ist, wie viel vom Einzelhandel, wie viel Einzelunternehmer einfach durch diese Krise einfach nicht mehr da sind. Und ja, ich denke, es ist mehr als Zeit zu handeln. Mhm. Gebe ich so weiter? Mhm. Angela Merkel hört unseren Podcast auch, ja, und die ist großer Fan. Das ist schön. Man hat das, glaube ich, mitbekommen. Gut, dann möchte ich jetzt noch entweder oder mit dir spielen. Oh, okay. Da sage ich dir mal Sachen, du musst dich entscheiden. Du hast einen Joker, wo du entweder sagst, das möchte ich nicht beantworten, oder ich nehme beides. Okay. Sind nicht viele, keine Sorge, ist auch alles relativ harmlos. Genau, und dann streiche ich mit an und dann stelle ich vielleicht zu Ernstbedingungen noch Fragen. Okay. Ja? Okay, wir fangen an. Bist du soweit? Ich bin herzlich willkommen bei Entweder oder. Und zwar geht's los: Hip-Hop oder Klassik? Klassik. Pop oder Rock? Beides. Das ist jetzt dein Joker? War mein Joker. Okay. Laut oder leise? Laut. Six oder sechs?
6. Creo oder Elster? Elster Glanz. Playback oder live? Live. CD oder MP3? Schwer. MP3, wir gehen mit der Zeit. CD oder Schallplatte? Schallplatte. Da ist die Schallplatte, okay. Zug oder Tourbus? Tourbus. KCH oder BKC? Jetzt habe ich den Joker nicht mehr. Ja. Na, dann muss ich mich für meine Heimat verändern. Das ist der KCH. Okay, super. Hip-Hop oder Klassik? Da hätte ich jetzt ehrlich gesagt, ich habe überlegt, wenn ich immer diese Fragen schreibe, was würde derjenige nehmen? Und da hätte ich jetzt definitiv Hip-Hop ihr Tipp, weil live wahrscheinlich auch besser umsetzbar für dich ist als Klassik, oder? Aber warum Klassik? Klassik, weil einfach deutlich mehr musikalische Variationen vorkommen. Hip-Hop eigentlich aus dem Grund, weil es nicht meine Musikrichtung ist, weil ich diese Musikrichtung auch niemandem verkaufen könnte, weil ich einfach zu alt bin. Wir haben einen sehr, sehr jungen Sänger oder sehr, sehr jungen Künstler bei uns in der Band, der dann diese Parts übernimmt. Ja. Da klingt das auch schön und das sieht auch gut aus. Okay. Und deswegen, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Bei Pop oder Rock hast du deinen Joker genommen. Ich glaube, da müssen wir auch nicht weiter darauf eingehen. Das, wer hier gut zugehört hat, der kann sich das erklären. Laut oder leise war auch eher eine provisorische Frage. 6 oder 6? Hast du 6 genommen? Ja, da wollte ich eigentlich in der jetzigen Zeit bleiben, weil 6 ist ein Teil von mir, der ist vergangen. Ich bin 41 und ich hoffe, dass noch viel 6 passiert. Okay, Creo oder Elster, Elsterglanz, da lassen wir mal so stehen. Live ist auch klar. Bei CD und MP3 hast du dich schwer getan. Warum? Ja, wie soll ich sagen? Also CDs benutze ich, wenn ich DJ mache, ja schon gar nicht mehr. Und da ist mir die MP3 dann doch lieber, weil sie leichter ist. Ich weiß noch, wie schwer CD-Koffer sind. Ja. Und von der Warte her lässt sich das auf einer Festplatte dann deutlich besser verstauen. Und wenn ich auf die nächste Frage noch was sagen darf, da hast du mich ja gefragt, CD oder Schallplatte. Ja. Schallplatte, einfach weil es nostalgischer ist und ja, das hat natürlich noch einen ganz anderen haptischen Wert als so eine Plastikscheibe. Ja. Die anderen Fragen lassen wir mal unbeantwortet, das hat auch einen Grund, das sage ich dir aber noch. Ich führe jetzt mit dir was Neues ein und zwar ist das der gute Rat, den möchte ich jetzt von meinen Gästen immer haben und zwar, du bist Sänger, welchen guten Rat würdest du einem jungen oder einer jungen Künstlerin, jungen Künstler, die Sänger oder Sängerin werden will, mitgeben? Das ist natürlich sehr, sehr schwer. Also grundsätzlich immer nach links und rechts schauen, nicht nur rein auf Singen konzentrieren, sondern vielleicht, also klar, Gesangsunterricht kann man gerne nehmen, das ist alles gut, aber wenn man, sag ich mal, vielleicht noch ein bisschen erfolgreich werden möchte, vielleicht auch mal sowas Ähnliches wie einen BWL-Kurs mitmachen oder so, weil man muss ja seine ganze Buchhaltung auch führen und so. Ist nicht immer ganz einfach und ansonsten, wie gesagt, immer nach links und rechts schauen und vielleicht sich von einigen Leuten auch was sagen lassen, die schon ein paar Stunden länger auf der Bühne stehen. Das würde ich erstmal jedem mitgeben. Es sei denn, es ist ein Naturtalent, wo alles schon da ist und wo alles so da ist, dann habe ich vielleicht noch was zu lernen. Ich lerne auch noch, gerne, auch von Anfängern. Kommen wir zum vorletzten, weil ich habe jetzt noch was ich habe damals Robbie Schulze, den kennst du sicherlich auch. Natürlich. Der war hier auch schon zu Gast, ich glaube auch relativ am Anfang, unter den ersten 10 Gästen war er auf alle Fälle. Grüße. Liebe Grüße an Robbie, Papa geworden, nochmal herzlichen Glückwunsch. Oh, alles Gute. Wir streamen übrigens bald, das weißt du bloß noch nicht. Den habe ich damals gefragt, ob er mir Gesangsunterricht geben würde. Und er hat, erst war er immer sehr zurückhaltend, jetzt ist er noch ein Papa geworden, hat wenig Zeit. Jetzt frage ich dich, würdest du mir Gesangsunterricht geben? Nein, würde ich nicht, hat aber auch folgenden Grund. Ich selber habe keinen Gesangsunterricht genossen, habe aber vor, ach Gott, das ist 2 oder 3 Jahre ist das her, von einer Bekannten, eigentlich von 2 Bekannten so gehört, beide Logopädinnen, haben mich gefragt, ob ich nach dem Singen heiser werde. Ich sage nein. Dann sagten sie zu mir, du atmest falsch, aber wenn du nicht heiser wirst, dann mach alles genauso, wie du es weiterhin machst, aber du machst es falsch. Okay. Und von der Warte her würde ich niemals Fehler jemand anderem beibringen wollen. Okay. Nehme ich schwer enttäuscht hin. Und dann kommen wir zur letzten Frage, die stelle ich aber seit Folge 50 ungefähr jedem Gast, da bin ich um den Trichter gekommen. Okay. Und zwar das Schöne an dem Podcast ist, es ist ein lokaler, ein regionaler Podcast, man kann die Leute tatsächlich treffen, die ich hier zu Gast habe. Ja. Also auch dich meinetwegen hier, man geht über die Jahrtausendbrücke und dann, ach, guck mal, ist der Ronny Walter, der war doch mal bei 6 und da habe ich noch 2, 3 Fragen hier, du, Tourbus und Zug und KCH und BKC und das haben wir nicht beantwortet. Was möchtest du denn trinken?
Auf welches Getränk also müsste dich jemand einladen, damit du für einen kurzen Schnack verweilst? Einen Kaffee. Einfach einen Kaffee? So wie wir angefangen haben. Eben, leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Aber jetzt noch, kann man ja auch mit Hafermilch, Sojamilch, normale Milch, Zucker oder wie trinkst du deinen Kaffee? Schwarz. Einfach schwarz. Grundsätzlich schwarz. Und nehmen wir mal an, das ist schon vorangegangene Stunde, ist vielleicht nicht 16 Uhr Kaffeezeit oder eher so 20, 21 Uhr noch, blauer Sommerabend. Auf welches Getränk müsste man dich dann einladen? Einfaches Bier. Ein Bier. Genau. Nehme ich so hin. Vielen, vielen Dank, lieber Ronny. Und gerne. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Sehr, sehr gerne.